Herzlich willkommen zur vierten Folge von Slender. Ja, ich bin gespannt, wie weit wir dieses Mal kommen werden. Und ich weiß immer noch nicht, wieso ich es mir eigentlich antue. Aber es macht ja auch irgendwie Spaß, auch wenn ich total den Rappel kriege. Ja. Endliches Wochenende. Es ist so toll. Also, ich nehme es jetzt heute am Samstag auf. Werdet es dann ja erst morgen sehen. Aber dann ist ja immer noch Wochenende, also ist es ja nicht so verkehrt. Also, ich habe schon mal überlegt, ob ich am Monitor einen Tick heller mache, weil es ist bei mir auch wirklich verdammt dunkel. So, wo habe ich überlegt, wo ich zuerst hingehe? Letztes Mal habe ich hier ja gar nicht mehr hingefunden. Die Frage ist aber, ob ich... Hier links war ja der Baum. Ob ich erst zu dem Baum gehe, dann geradeaus weiter, da war auch irgendwas und dann irgendwie schaue, dass ich ins Haus komme. Also, ich weiß nur halt, dass ich das letzte Mal beim Haus halt total aufgeschmissen war, weil, ja... Also nicht beim letzten Mal, sondern beim ersten Mal. Aber das war wahrscheinlich auch Zufall, dass ich da so eingesperrt war. Blöder Zufall. Er hätte ja auch einfach sich wieder verkrümeln können. Jetzt ist er natürlich noch nicht da. Hier ist auch irgendwie kein Zettel. Zumindest nicht auf dieser Seite. Ich dachte mal hier... Also hier hätte ich, glaube ich, jetzt bei jedem Versuch Zettel. Ah ja, da ist er. Dreh dich nicht um. Denn der Slenderman geht um. Vor allem, wer sich umdreht oder lacht, ne? Gut, das passt jetzt ja nicht unbedingt. Okay, bis jetzt ist er auch noch nicht hier. Oh! Ist der... Ich hab's gerade noch gesagt und dann kriege ich die... blöde Bildstörung. Ich wüsste gerne, ob das ein Zeichen ist, dass er hier vorne oder so gleich kommen wird. So, alle, geh da nicht hin. Ah! Oh, verdammt. Das muss ich mir eben überlegen. Jetzt kann ich auf jeden Fall schneller rennen. Sehen jetzt nicht mehr. Puh. Das ist total gemein. Ich habe ja auch schon mal ein Let's Play hierzu gesehen. Deswegen bin ich auch auf das Spiel gekommen. Das gebe ich auch ganz ernst, ehrlich zu. Aber da war das echt teilweise, da kam der dann das erste Mal bei 5 Zetteln oder so. Und bei mir ist er jetzt ja... Das war jetzt der zweite. Das finde ich schon ein bisschen fies. Ganz, ganz ehrlich. Fies. Naja. Vorne haben wir den Tunnel. Ein Tunneli, Tunneli, Tunnel. Ach ja, diese Geräusche. Und ich sehe auch auf jeden Fall schon den Zettel. Always watches. No eyes. Wie kann er eigentlich gucken, wenn er keine Augen hat? Der hat ja nicht mal eine Nase. So, jetzt muss ich mir überlegen, wo bin ich denn hier, auf welcher Seite? La 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 la, ich höre die Musik gar nicht. Na 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 na. Na, ich habe ihn nicht gesehen, hat ja nicht angefangen zu rauschen oder so. Wenn ich jetzt wieder in eine Sackgasse renne, dann kriege ich einen Anfall. Also ich meine, wenn er jetzt hier... Ich mag das nämlich nicht, weil du bei diesen ganzen Räumen
nämlich nicht an ihm vorbeikommen kannst. Wenn du ihn denn siehst. Das hatte ich ja in der ersten Folge schon. Okay, hier ist nochmal ein Ausgang. Hier ist aber nix. Aber er war ja eben irgendwo. Ich finde das nicht nett. Nee, nee. La 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 la. Lule, lule, lule. La 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 la. Always watches. No eyes. Phew. Es tanzt ein Sleasler Slenderman in unserem Wald herum, Fidibum. Hey, cool. Das ist ja schon fast zielsicher gewesen hier. Muss ich mal überlegen, wo ich hin muss. Ah! Fu! Fu, 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 fu! Fu! Böser Slenderman, es lief so gut. Das ist doch unfair. Wieso steht der dann hinter einem? Ich habe mich die ganze Zeit umgeguckt und ihn nicht gesehen. Mal ganz ehrlich. Schnüff. So. Ich mache jetzt noch einen Versuch. Ich renne jetzt einfach in die andere Richtung. Weil für Abwechslung oder so. Weil das jetzt... Ja, ich mache heute auf jeden Fall zwei Versuche, weil das ging jetzt... sehr, sehr schnell. Ja, das waren jetzt ja schon... Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie viel ich hatte. 5, oder? Ja. Es war gemein. Ich habe mich ja nicht gedreht. Die Kamera dreht sich wieder automatisch und man stirbt. Weil er warum auch immer auf einmal neben einem steht. Das finde ich so ein bisschen fies. Also ich kann das verstehen, dass er zum Beispiel näher kommt. Aber man kriegst ja auch einen Tempo-Buff, wenn du ihn gesehen hast. Und den hatte ich ja nicht. Also irgendwie gemein. Da ist ein Zettel. Man sieht doch die Kante schon. Lululu. Leave me alone. Ach, Slendy, wenn du wüsstest. Slendy Boy. Boja. Wohin führt denn dieser Weg? Ich weiß es nicht. Ich gucke. Ja, ich bleib jetzt total cool. Ich hab's mir fest vorgenommen. Aber ist natürlich nur halb so witzig, wenn ich nicht rumschreie. Da 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 da. Ah, da ist er. Oh Mann, ich hab den gar nicht gesehen. Ich finde das gemein, wenn der direkt am Anfang da ist. Schuhuhu. Ich sehe den ganz am Anfang. Slendy, wo bist denn du? Ach ja. Irgendjemand hat doch mal glorreich gesagt, man sollte sich am Himmel orientieren, wenn man nicht mehr weiß, wo man ist. Ja. Schaut ihn euch an und jetzt sagt mir, wo ist der Tunnel? Na? Wo? Ich höre ja gar nichts. Los. Wo ist der Tunnel? Such den Tunnel. Slendy, wo ist der Tunnel? Vielleicht kannst du mir ja helfen. Hier ist schon wieder ein Zaun. Ich renne, glaube ich, jetzt direkt am Anfang immer im Kreis. Das wäre doch schön. Da sind wir bestimmt angefangen. Ja, mal ein bisschen zoomen. Hallo. Oh, da oben sieht es aus, als wäre das der Baum. Hat der da irgendwie ein Sternbild? Schön ein Sternbild, so ein Baum oder so. So als super Orientierungsmöglichkeit, weil das auch bestimmt total geplant ist. Ach ja. Ich rede Unsinn. Ja, an dem Baum war bis jetzt immer ein Zettel. Das finde ich gut. Genauso wie ich an den Tanks immer einen Zettel hatte.
Das mag aber auch Zufall gewesen sein. Da ist ja der Slenderman. Und sie reagiert gar nicht. Gar nicht. Lulilulilu. Ignoriert sie nicht. Slendy! Hallo! Morsezeichen! Ding, 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 ding! Oh. Hallo! Gehst du wieder weg, wenn man dich anguckt? Nein! Wird es ja schüchtern! Slendy! Hey, wo ist denn der kleine Slendy? Möchtest du einen Keks? Möchtest du einen Keks? Wo ist denn der kleine Slendy? Uiuiuiui! Ist ein bisschen wie Verstecken spielen. Ach ja, möglichst viel brabbeln, hat man vielleicht nicht so viel Schiss. Ah, Wunschdecken. Ich weiß gar nicht, ob hier einer am Truck ist oder ob hier einer am Haus sein kann oder... Aber hier ist nichts. Ja. Ich renne jetzt einfach mal quer durch den Wald. Ich habe gerade keine Ahnung mehr. Irgendwo ist doch hier dann noch ein Auto. War hier nicht noch ein Auto? Da ist ein Auto. Da. Okay, ihr werdet es wahrscheinlich kaum sehen, weil YouTube die Videos ja noch dunkler macht und ich es schon kaum sehe. Aber hier, so, mal zoomen. Seht ihr es jetzt? Ich dreh mich echt um. Oh. Slendy! Ey, alter Kumpel. Schleich dich doch nicht an. Ich weiß, wo du wohnst. Ja. Ich weiß, wo dein Wald wohnt. Dreh dich nicht um. Fallerie, fallera. Ah, lalalala, lalalala. Der Slenderman ist wieder da. Hurra, hurra. Der Slender ganz ohne Haar. Hurra, hurra. Der Slender ist wieder da. Man könnte die ganzen... Oh Mensch, Slendy. Slendy, da wollte ich doch hin. Mensch, Mensch, Mensch. Gibt es noch ein paar lustige Kinderlieder? Man könnte ja ein paar Slenderlieder schreiben. Warum kriege ich eigentlich überhaupt keinen Laufbuff? Jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe ihn die ganze Zeit an und eigentlich sollte man Adrenalin kriegen. Kommt das, weil ich eben schon gerannt bin oder so? Na, 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 na. Na, na, na. Da, 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 da. Ah, Slendy, 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 Slend. Sliesla, Slendy. Slendy, Slendy, Slend. Ei, wo ist er denn? Oh. Oh, da ist er schon wieder. Slendy, ich hasse dich. Oh ja, du bist jetzt voll doof aus. Der Anzug steht dir auch überhaupt nicht. Der ist ganz schön schlecht geschnitten. Du solltest dir mal einen neuen Schneider suchen, falls du sowas brauchst. Ich war fest überzeugt, dass hier immer irgendwo ein Zettel sein muss. Finini. 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 Da ist der Zettel. No, 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 no. Wisst ihr, was ich auch überlege? Ohne das Rauschen erschrecke ich mich gar nicht so. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die vorherige Version einfach nochmal spiele. Aber da hier das Ende geändert wurde, fand ich die Idee eigentlich gar nicht schlecht, diese Version zu spielen.
Landy. Nein, 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 nein. Ich hab ihn schon wieder gesehen. Ah, verdammt. Das Kreuz. Das Kreuz ist auch scheiße. Slender, wo bist du? Oh! Nein! Nein! Verschone mich! Nein! Ich hab Frau und Kinder. Ach nee, ich bin ja selber ein Kind. Ich hab Mama und Papa. Haus und Hof. Ja, eine Yacht. Ich habe ein pinkes Barbie-Pferd. Bestimmt. Und ja. Menno! Folg mich nicht! Sieben, sieben, sieben! Oh. 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 Wo war ich denn noch nicht? Oh. Ich war im Tunnel noch nicht. Der Tunnel ist da geradeaus. Der Tunnel ist rechts vom Gebäude. Ach du Scheiße, dieser Sound. Ah! 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 Nein, und sie rennt nicht mehr. Nein! Nein! Ah! Puh! Ich wusste, wo die letzte Notiz war. Ich wusste es. Die letzte Notiz ist beim Tunnel gewesen. Ich war überall. Nur beim Tunnel stand er ganz am Anfang schon vor, als ich irgendwie zwei Notizen hatte. Menno! Na gut, ich mache jetzt hier erstmal wieder einen Schnitt und somit gibt es dann auf jeden Fall noch eine Folge. Bis dann!